Ja, Reinhard Friedrich, mein Name, von der Polizei in Lüdinghausen, als Wachleiter dort tätig und im Moment als Pressesprecher für den Einsatz hier vor Ort. Ja, Sie haben hier damit zu tun, dass hier das alte sogenannte Kloster ist, das heißt ein Gymnasium und angrenzend direkt ein Pflegeheim für ältere Menschen. Genau brennt hier der ältere Teil der Schule, und zwar dort im oberen Teil, im Bereich der Aula ist der Brand wohl begonnen. Und zwar ist festgestellt worden, dass gegen 23 Uhr Flammen aus dem Dachstuhl schlugen und dann hat eine Bedienstete die Polizei und Feuerwehr angerufen. Der alte Teil des Pflegeheims ist auch geräumt worden, sodass die Personen, die dort gefährdet waren, völlig aus der Feuerlinie genommen worden sind, aus der Gefahrenlinie. Dirk! 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 Der erste Lehrer. Was?